Heute wollen wir darüber sprechen, wo wir überhaupt unser Wasser herbekommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sei es ein Swimmingpool, ein See, ein Fluss oder auch nur ein Teich. Wir sprechen dabei von unerschöpflichen und erschöpflichen Gewässern. Unerschöpfliche Gewässer sind die Gewässer, die praktisch nie leer gehen, wie zum Beispiel ein Fluss oder auch ein riesengroßer See. Ein kleiner Teich dahingegen ist zum Beispiel erschöpflich, da er irgendwann leer ist. Hier zeige ich euch ein paar Beispiele. Hier. Oder 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 hier.